Hallo YouTube! Oh, Wölfe, drei Stück! Oh! Wir sind übrigens wieder zurück! Zocki und Betsy bei Scooben! Oh, die rennen mir hinterher! Hallo, Wölfies! Stimmt, man kann ja schießen, ne? Ja, schwierig, aber auf dem Motorrad, Alter. Ja. Wo ist er denn? Weiß nicht, die rennen mir noch hinterher! Ja, nein, okay, pass! Fahr einfach mal geradeaus! Aber nicht durch den Wald. Ja, warte mal, ich muss erst mal aus der EU rausgehen. Ich kann das sonst nicht. Ein Hammer. Okay. Ah, jetzt muss ich nachladen. Ich hoffe, er droppt das Magazin nicht irgendwo am Boden. Da ist er. Pino! Ah. Ich hab so lange keinen Shooter mehr gespielt. Das ist aber schnell, du! Oh! Nicht mich treffen! Oh, du hast ihn einmal erwischt. Er ist tot. Ja. Oh, da hab ich Fleisch! Da hab ich aber gut gestaubt. Shido Mido, Alter, wo hab ich denn die jetzt wegballert? Da ist einer. Kollege, willst du nicht da absteigen, oder? Ja. Haben wir schon mal ein bisschen Fleisch? Lecker Schmecker Wolfi. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Wolfsfleisch echt zäh ist. Wieso? Naja, viel Bewegung. Warte mal, hat er das Magazin jetzt getroppt? Weil hier ist es nicht. Da ist es. Okay, passt, alles gut. Mann, ich muss alles einzeln zerlegen. Geht mir auch so. Mein Katana macht dann immer lange mit. Ja, gut, da gibt aber viel Fleisch. Muss das switchen, so. Bin ich schon voll mit Fleisch? So, Fett nehmen wir auch mal mit. Aus den Knochen machen wir gleich eine Nadel. So. Und so. Alter, das kostet du Ausdauer, das Vieh zu zerlegen. Ja, liegt vielleicht daran, dass du es auch mit deinem schweren Katana machst. Nein, ich hab schon geswitcht auf dem Messer. Okay. Ich brauche echt bald wieder eine neue Zweitwaffe. Also ich muss sagen, mir reicht auch ein Wolf, gell? So viel wie der geschockt hat. Ja, einer reicht nicht, der andere war nur Bonus. Ein Bonus-Kill. So, hat der jetzt noch was Schönes rausgegeben? Nochmal Steak, Alter. Okay, das reicht jetzt an Steaks. Es wird eh nur schlecht. Und einmal Fett nehme ich noch mit. Das Fett lasse ich. Da. Ich habe gehört, das brauchst du aber für den Muskelaufbau. Weil du kannst wirklich deinen Charakter ja so richtig, richtig krass machen, ne? Meinst du? Aber wir können ja überhaupt. Habe ich Videos gesehen? Ja, aber wir können aber gar nichts zubereiten. Wieso? Weil wir die Sachen nicht haben. Wir müssen da mal gucken. Pfannen, den ganzen Shit, Gewürze. Ja, aber zum Not mein Fleisch essen. Ich fahre nochmal zurück ins Lager. Bring die Schand, kack das Fleisch weg. Oh, du bist klug. Nein. Doch. Muss ich jetzt mal so sagen. Du wolltest jetzt die Tür auf dem Motorrad öffnen, ne? Nee, gar nicht. Aber ich habe zu spät gebremst. So. Wow. Fleisch tun wir mal weiter unten hin, ne? Ah, er tut sich mal auf den Ball, allen Dingen. Das Fleisch mal hier unten hin. Eins nehme ich aber mit, glaube ich. Ich nicht. Ich habe ja noch das Ding. Stimmt. Lass mal es im Schrank. Ach, wir haben ja noch Fleisch, stimmt. Erstens das und zweitens habe ich noch den ganzen anderen Schrott zum Fressen einhängen. Den würde ich gerne als erster loswerden, damit ich wieder Platz habe, weißt du? Mhm. Stimmt, habe ich auch noch Zwiebeln und so weiter. Oh, ich habe sogar noch ein Skalpell und noch ein Messer. Oh, und ein Chicken Drumstick, der aber schon nicht mehr so gut ist. Appetitlich ist, ja. Den tun wir weg. So, ein Fett brauche ich noch, dann habe ich genau gleich viel Fleisch wie Fett. Ne? Nicht. Oh, ich habe hier übrigens noch eine Schachtel Schrotkugeln für dich.
Julio, ja, komm mal. Da, bitte. Danke dir. So, und jetzt da können wir loslegen. Ja. So. Eine Tankstelle zwischendrin schadet natürlich auch nicht, gell? Das ist richtig. Merkt mal gerade, dass mein durchgehend warm so, kalt ist auf dem Motorrad. So, ich schaue auch immer ein bisschen nach dem Auto nebenbei. Hey, da war eins. Habe ich gerade gesehen. Gucken wir mal kurz. Das hat sogar alle Räder, glaube ich, gehabt. Nee, eins fehlt. Ich glaube, nur eines fehlt. Nee, hinten beide, ne? Nee. Motor ist drin. Jetzt drei fehlen. Ah, shit, okay. Muss noch mal kurz hier reingucken. Ich brauche unbedingt ein Fahrzeugreparatur-Track. Jo. Wenn ich einen sehe, sage ich Bescheid. Oder ihn nimmst du einfach mit. Oder so, ja. Du, jetzt war immer noch keiner auf der Insel und hat die Kugeln weggetan. Bleiben für immer. Boah, Gott! Was war jetzt? Der Typ ist militärischer Habschi, ist einfach drin im Gebäude. Es ist so selten, dass das passiert, dass ich mich voll erschreckt habe jetzt. Der sich aber auch, so wie er geschrien hat. Ich habe nur ein Reparaturwerkzeug, ob das auch zieht. Ach, schon wieder eine Kettensäge. Bruder, ein Zeichen. Hast du noch Nadel und Faden gebraucht oder hattest du? Ne, ich glaube, ich habe sogar schon. Ne, ich habe sogar. Okay, ich habe jetzt nochmal gefunden. Irgendwo höre ich einen Zombie. Was bist du denn? Wo ist er denn? Da kommt das Fenster. Er liegt. Ein bisschen Bogen-Action hier, weißt du? Bogen-Action? Oh, warte mal. Sind die eigentlich besser? So, warte mal, dann mache ich mir doch gleich ein Nähset, oder? Nee, die haben kein Inventar. Erst leer der Brunnen, also die Pumpe. Ah, apropos, ich könnte mal wieder was trinken. So, schauen wir mal, ob ich es auch mit dem Reparaturwerkzeug repariert bekomme, aber ich glaube nicht. Mit dem Werkzeugkoffer, aber das kann man eh gut brauchen für die Basis. Mit Basis. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Treibstoff abzapfen, ne. So. Leider nein, sagt der Baby. Baby, ja, was ich da laber wieder. So, ja, Betty, los geht's. Na, ich hab noch Hälfte Tank, von dem her geht's noch. Ja, hab ich auch noch. Meine Weste sieht schon wieder so bedient aus, ey. Schade echt, dass die Motorräder kein Inventar haben, weil von der Fortbewegung sind sie, finde ich, angenehmer wie ein Auto. Mhm. Gut, mich nervt ein bisschen der Sound, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, das schon. Ja, vor allen Dingen beim Auto hatte ich hin und wieder Aussetzer, beim Motorrad habe ich sie nicht. Merkwürdig. Ja, komischerweise hier wäre es nicht störend, wirst du. Wir bleiben einfach auf der Straße, nehme ich an, oder? Jo. Weil Tankstellen sind ja auch meistens auf der Hauptstraße.
Mann. Mich nervt das mit dem Auto aber immer noch, weil da Waffen drin waren, die auch gut Geld gebracht hätten. Mhm. Ah, vielleicht könnte hier wieder ein Auto stehen. In dem Dörfchen. Wir brauchen ja mal nur ein Auto. Dann haben wir schnell ein zweites. Was? Wenn eins mal ist, ist das zweite auch nicht weit. Okay, hier ist nichts drin, leider. Dann Kisten schaue ich erstmal gar nicht rein. Nur Obst drin. Baby, check. Oh, mich verfolgt schon wieder so ein Polizeizombie. So, also ich glaube, Auto steht hier nirgendwo eins. Also zumindest nicht draußen. Bin jetzt mal alles abgefahren. Ah, warte mal, Handschuhe habe ich gar keine an. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre die Polizeistation. Ja, machen wir das. Lass mich nur noch hier in die Garage gucken. Ah, warte, hier steht ein Rager, aber da fehlt auch wieder viel. Oh, da ist ein kleiner Kanister. Mal schauen, ob ich irgendwie den reinkriege. Hier wäre ein elektrischer Generator, aber da kann man, glaube ich, das Benzin nicht abzapfen, gell? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da muss man Testing. So, ich hab... Nein, ach, shit, das Teil ist so riesig, Alter. Brauchst du Haarklammern für die Polizeistation oder hast du noch genug? Ich sollte eigentlich haben. Okay. Weil hier sind jede Menge. Was ist da jetzt für ein Scheiß? Warum habe ich denn das anhängen? Das ist noch eine Garage. Okay, der hat auch nur einen Reifen. Hätte aber auch Batterie und Motor drin. Alter, wie groß ist denn so ein Kanister? Hier ist eine Tür. Falsches Auto. Oh Mann, Bre, na komm her. Bam, die habe ich mitgegeben. Keine Drecksau. So, mach mir gleich ein paar Dietriche. Du sagst es. Achso, ich habe 8 nur. Hallo? Dietrich. Dietrich. Tja, sollte erstmal reichen, weil wir teilen uns ja die Schränke auf. Ja, ich glaube 8 reichen auch, also ich versah's 8-mal dann nicht. Ich sehe gerade, ich habe auch noch so 4 andere fixfertige. Okay. Sehr gut. Das ist sehr ausgezeichnet. Schaut, der Kanister, ich kann den aber nicht einhängen. Nervt ein bisschen. Shit. Ah. Na, warte, 2 Zombies. Machen wir die das erste weg oder gehen wir trotzdem ran einfach? Ja, machen wir weg. Daneben gerade. Ups. So, schauen wir mal, steht einer drin? Nein. Gut, dann hätte ich gesagt, leckerlich. Sturmhaube, Igelmagazin. Und Schlagstock. Ich nehme mal mit, dass ich eine Ersatzwaffe jetzt mal endlich habe. Da ist eine Pistole. Portemonnaie. Schockmütze. Du machst die da auf, dann mache ich die hier drin auf. Mhm. Wenn ich eine Schotte für dich sehe, sage ich's. Mhm. Oder willst du nicht? Eine Schlüsselkarte. Ja. Das lassen wir dabei. Ja, wir könnten ja eh nichts mitnehmen, wenn wir irgendwo was
mitnehmen. Ja, leider. Könnten. Eben. Das ist ja das. Block 21 Magazin. Manu-Rotte irgendwie. Schrotpatronen. Vorne habe ich ein Igel-Magazin gesehen. Ja, ja, habe ich auch, Jans, hier. Aber eine Schachtel panzende, brechende Munition, Kaliber 7,62er, 39 mm. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, gell? Oh, ich habe eine Schotti. Gut. Jetzt muss ich nur Platz dafür haben. Am Rücken? Ach, stimmt, ich könnte die Axt wegpacken. Dann habe ich Platz für die Schotti am Rücken und ich habe sogar Munition. Dann schaue ich kurz hoch. Sehr schön. Sehr schön. Da liegt auch noch Schotti-Muni. Und auch Munition. Das kann ich auch wieder leer machen, wieder Zocki. Da haben wir eben 1911er. Hier sind wieder Haarklammern. Wanderschuhe. Ich glaube, die nehme ich mal mit. AK-15 ist hier. Ja, das bringt alles nicht. Ah, meine ganzen. Ah, ich kann so auszucken, Alter, wenn ich daran denke, die Waffen, die ich jetzt alle nicht mehr habe. Wir beide. OMP 45. Nochmal Wanderschuhe, wenn du mal welche brauchst. Nee. M9 Taschenlampe. Nee. Jede Menge Sturmhauben gibt's hier. Ah, 45er ACP-Munition, 6 Schuss in der Kiste drin. Ah, warte, hol ich mir gleich. Hui. Danke dir. Kann ich die gleich einfügen? Oder sind die Magazine jetzt... Daneben, Capri. Ich glaube, die sind voll. Schleifstein wäre auch nice irgendwie jetzt da. Aber warte mal, ich könnte ein bisschen Geld einzahlen. Nicht viel. Wie viel kann ich denn? Nix. Ich habe auch nur 81. Lohnt sich das überhaupt? Ja, wenn du schon hier bist, ne? Ja. Wo steht denn mein Motorrad? Ich hab's total vergessen. Da oben, ja, hier. Das war jetzt knapp. Hier ist ein Brunnen. Aber der ist leer. Die Garage warst du schon? Hier steht ein Auto. Das ist das, was ich gesagt habe. Okay. Oh, Moment. Zombie-Dame, ich probiere gleich mal den Schlagstock an ihn aus. Alter, der braucht ja ewig, der Schlagstock. Na, du bist halt Besseres gewohnt, das ist das Problem. Fährst du jetzt auch nochmal die Stadt? Wie bitte? Ob du die Stadt auch nochmal abfährst? Ja, ich bin halt nur so kurz durch, aber also. Ich finde jetzt nichts Besonderes. Aber eine Tankstelle wäre mal wieder cool. Das wäre wichtig. Scheiße! Du hast deinen Unfall baut. Nein, nicht. Warum? Okay. Ich mach sowas nicht. Na, gerade du nicht, gell? Na. Moment, das ist die Frog. Der Fragen. Fahren wir da unten, wo es denn Richtung Händler geht, oder Richtung A3? Oh, ich fahr dir einfach hinterher, juckt nicht wo, also.
Hauptsache eine Tanke, gell? Fahre ich genau, wo es nicht zum Händler geht. Egal, vielleicht kommen wir da eine Tanke. Hoffen wir das Beste. Könnte doch eine sein. Ich glaube sogar, da ist eine. Da ist aber eine, ja Mann. Sehr schön. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir nicht immer Tankstellen brauchten, weil wir so viele Kanister im Auto hatten? Ja. Es tut so weh drüber. Oh, ganz ehrlich, das Geld lasse ich dir. Warum, wie viel? $8. Abgehoben, ah. Jetzt ist der $8 sogar schon zu wenig. Ha? Im Kaffeeautomaten sind 48 drin, denk mal nach. Oh, da kommt ein komischer Zombie angetaggelt. Ich hab daneben gerade. Da oben ist er. Hallo, steht wieder ein Fahrrad mit nur einem Reifen. Menno, ich brauche Reparatur. Ja, sowas werden wir hier nicht finden. Na, bei einer Tanke, warum nicht? Ja, weil es nur eine Tanke ist und nicht eine Tanke mit einer Werkstatt. Warst du da hinten? Ja, da warst du schon drin, oder? Ja. Ja, der Motorrad, es sieht auch ziemlich dunkel schon aus, ne? Absichtlich. Nur wie lackiert. Das ist modern, das trägt man heute so, gell? Nimmt sich Mitternacht. So. Dunkel ist das neue Schwarz und los. Also. Ja, danke, haben wir schon. Vielleicht ein bisschen. Was? Ein bisschen? Das ist laut. Bisschen Musik. Läuft irgendwas gut? Bin noch ein bisschen am herumschnibbeln. Switchen. Wo ist Tornado, wenn man es braucht, gell? Hoppala! Was läuft denn da für eine Kriegsmusik, gell? Das könnte auch ein Intro von Vikings sein. Könnte aber auch aus The Witcher sein. Hat halt so einen Mittelalter-Touch. Warte mal, kommt jetzt nicht nochmal eine Tankstelle? Ich glaube schon. Wir können auf alle Fälle links oder rechts abbiegen, da ist was. Aber es, glaube ich, ist ein Militärstützpunkt. Na, das bringt uns nichts. Wir können ihn nicht Loot mitnehmen. Ja, ich bin leider falsch abgebogen. Aber egal, wir fahren wieder Richtung warmes Gebiet, wo wir die anderen Autos immer gefunden haben. Oh, ich bin gerade über. Ich bin gerade über das Ding gesprungen, wie heißt. Ich weiß nicht, Betsy. Die Leitplanke, jetzt halt. Ui, das hat gedauert. Ich bin gerade über die Leitplanke ein bisschen gehopst. Hey, Zocki. Hey, Betsy.
Okay, langsam wird das Lied ein bisschen langweilig. Na, no, warum hängst du jetzt kurz? Schon wieder. Hat's bei dir auch geruckelt, oder was? Ja, schon wieder. Vielleicht ja, lädt er irgendwas gerade, weil es ein neues gibt, weil es jetzt wieder das wärmere Gebiet ist. Hast du gerade auch Lose Control? Ja. Komisch, dass wir mal zufälligerweise dann immer beim selben hängen bleiben. War das ein Auto? Oder? Nein, doch nicht. Nee. Das ist trotzdem schon. Ich glaube zwar nicht, dass es ein Reparaturkit gibt, aber. Nein. Okay, fahren wir weiter. Dass wir mal wieder bei was zu was Größerem kommen, wo wir looten können. Ah, wobei ein Auto wäre schon geil. Ich würde aber trotzdem gerne ein Motorrad behalten. Ja, dann fahren wir es wieder nicht und dann verschwindet es wieder. Da vorne ist die Tankstelle, die du meintest. Da sind wir gerade im Kreis gefahren. Nee. Und da unten ist diese Stadt, die große. Zur Tankstelle schauen, hätte ich gesagt. Ja. Kann Musik ausmachen. Oh ja, ist auch besser, ich höre schon einen. Ah, der Hund will schon an der Tür. Wow, war der da böse Schrei? Ich weiß nicht, ich hatte die Musik noch an. Au. Ah, Alter. Ach, nee, mein Katana ist... Ist kaputt? Weg. Ja, ist weg. Miese Nummer, ich habe keine Nahkampfwaffe. Ich box die um, du blöde Sau. Nein, ich box sie doch nicht um. Ich muss schießen, ich habe keine Nahkampfwaffe. Aber nicht laut schießen. Nein, ich werde lautlos schießen, oder mit einer Schotti. Hast schieß du... doch! Machst... Er schießt nicht. Willst du dir nicht mal wieder einen Bogen machen? No, oder? Warte, lass mich... Den. Oh, der ist aber schön weggeflogen, der letzte. Mano. Oh. Ich hatte jetzt, tut mir leid, aber ich hatte jetzt gerade aktuell nicht die Zeit, mir einen Bogen zu machen. Ja, aktuell nicht. Den hättest du ja schon früher machen können. Ah, da ist noch wer. So, ich fahr schon wieder weiter. Moment. Okay. Sag mal, du hast aber eine aggressive Schotti, kann das sein? Nee, nur einen aggressiven Finger. Die fliegen nämlich bei dir ziemlich weit immer weg. Bei mir gar nicht, Alter. So, wie schauen wir hier aus? C1 und eine C2-Verletzung. Ich werde kurz ein bisschen vielleicht die C2-Verletzung behandeln. Brauchst du ein Wasser? Hier ist ein Wasser drin. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich behandle mich gerade, okay? Da kannst du nicht reden dabei, oder was? Ne, geht unmöglich. Unmöglich. Oder bindest du dir den Mund zu? Na ja, da ist meine C2-Verletzung. Ja, hat sie auch was Gutes. Was macht er denn? Was hat er jetzt gemacht, Blöddreckser? Was hat er jetzt gemacht? Also das, ich mach das alles. Oder brauche ich das gar nicht vielleicht? Na, brauche ich gar nichts. Was ist denn das für ein komischer Schatten? Schatten des Todes! Über Drecksar. Hä, wo kommt denn der? Der ergibt überhaupt keinen Sinn. Wo kommt denn der Iglo her? Komm, hast du den auch? Wem? Den Schatten hier oben. Wo oben? Hier in dem Gebäude. Ja, frag, ich war 1000 Kilometer weit weg. Was für ein Schatten. Was für ein Schatten? Ah, da drin. Genau hier habe ich so einen komischen Schatten. Du hast einen Schatten in der Ding. Ich habe hier gar keinen Schatten. Okay. Vielleicht habe ich wirklich einen Schatten.
36 Geld war da hinten. Ja, oh, sehr schön. Jetzt bist du reich. Ja. So, schaffen wir die Stadt noch in dem Part, oder? Ja, wir sind bei 30 Minuten, also. Dann wird's eher schwer, ne? Wer ist ja gar kein Ding. Erst, ich brauche unbedingt ein verkacktes Reparaturkit. Ja, vielleicht finden wir das jetzt dann in der Stadt. Aber da würde ich sagen, das kommt dann im nächsten Part. Bitte. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein. Da unten willst du hin? Ja. Das ist aber eine Military-Bunker, glaube ich, oder? Da vorne ist doch nochmal ein Ort. Da waren wir doch letztens, oder? Ist das genau der Ort? Bist du sicher? Ich bin egal was ich rede, nie sicher. Wir schauen einfach mal und zur Not können wir immer noch wieder Richtung Z3 fahren. Genau. Na, ist ein Plan. Plan. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein. Ciao. Ciao. Ciao.